Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3. Freunde, heute ist es soweit. Wir machen die letzte Schlacht in Dynasty Warriors 3. Da haben wir wirklich alles durch. Gibt es noch ein paar Bonus-Parts, wie den Pro-Modus, die Special Challenge und die Funny Cutscenes. Ich weiß, das habe ich euch schon mehrmals gesagt, aber ich möchte es nochmal zusammenfassen. Und vor allen Dingen für die, die jetzt nur diesen Part gesehen haben und das nicht wissen, einmal kurz diese Bestandsaufnahme. Deswegen, yo, here we are. Namann-Kampagne, die allerletzte Schlacht mit den Namann-Truppen natürlich. Zhuge Liang will den Süden einnehmen, in diesen tropischen Dschungel, und macht diese Namann-Kampagne rück gegen die barbarischen Stämme hier im Süden vor. Und die fühlen sich sowas von bedroht und angegriffen, rasten aus. Ihr Land, das immer ihnen gehört hat, wird auf einmal angegriffen und soll eingenommen werden. Nee, nur über deren Leichen. Sie rasten aus, mobilisieren ihre Armee, vereinen die Stämme und bilden diese Namann-Armee gegen Zhuge Liang. Und das ist die Namann-Kampagne. Ich habe lang gerungen, wen ich nehmen soll. Zurong oder Meng Hua. Hab mich letzten Endes sogar für Zurong entschieden. Erklärung kommt gleich. Wow, das sieht geil aus. War das auch, ne? Okay. Ich weiß, dass es eine Zurong-Schlacht noch in Extreme Legends gibt, was wir mit Zurong machen werden. Nehmen wir hier diesen Skin und hoffentlich dann in Dynasty Warriors 3 Extreme Legends der anderen. Hoffentlich denke ich dran. Meng Hua, wie gesagt, werde ich jetzt hier nicht nehmen. Wäre natürlich geil gewesen mit Meng Hua zu mal, aber wir werden die gesamte Namann-Kampagne, die ganze Namann-Story in Extreme Legends mit Meng Hua machen. Zurong hat aber noch eine extra Schlacht, deswegen wenn wir da einmal Zurong nehmen, aber Meng Hua wird auf jeden Fall hauptsächlich da benutzt, deswegen kein Ding. Machen wir es jetzt mit Zurong. Sind wir eh weiter an der Front. Na, nicht viel weiter. Und jetzt glaube ich nicht den Elefanten, das ist ein bisschen schade. Oh, das Windelement. Schauen wir mal kurz. Das Magma-Rad passt natürlich zu ihr. Sie ist ja die Göttin des Feuers oder die Tochter des Feuergottes. So. Deswegen würde es natürlich am besten passen mit dem Feuerschaden. Aber wir bekommen hier nur Erreichen, Bogen, Abwehr und zum Maximum. Hier bekommen wir Angriff, den wir definitiv brauchen werden bei dieser schweren Schlacht. HP Maximum, Angriff, Erreichen und Pfeile. Aber kein Feuer, ne? Das ist eine schwierige Entscheidung. Beide Waffen sind gleich gut, würde ich sagen. Wir machen das so, ich werde jetzt hier die Dreikantklinge nehmen und den Extreme Legends welches Magmarad nehmen, wenn ich es nicht vergesse. Wir haben hier, ja komm, wir nehmen hier auf jeden Fall den wahren Musu. Weil da, somit müssen wir dann wenigstens da Feuersturm haben. Auf jeden Fall Feuersturmsattel. Schade, dass es hier noch nicht die Elefantensattel gibt. Wird hier natürlich am besten zu Zurong passen. Ah, geht halt nicht. Gut. Zhuge Liang muss natürlich besiegt werden. Meng Hua darf nicht sterben. Schauen wir uns das Ganze an. Eine wahnsinnig lange Schlacht wird das wieder. Yonkai ist auch da. Yes! Ich liebe den Typen. King Duizi, King Mulu. Zhuge Liang mit Masu. Was? Masu ist noch hier? Lol, das ist so komisch. Das stimmt überhaupt nicht. Der ist ja schon tot. Zhao Yun, Zhang Fei, Zhang Bao, Ma Chao, Zhang Yi, Ma Liang, Li Hui, der auch mal bei Dings war. Bei Liu Zhang. Im letzten Part richtig lustig. Der Pferdedance von Zhang Ren bei Liu Zhangs Armee. Wer das sich gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Das war so weird. Guangxing Madai. Das Lustige ist, Guangxing Madai, Zhang Bao werden alle noch spielbar. Ja, in Dynasty Warriors 8. Madai auch schon eher in 7. Und hier sind sie schon als Offiziere dabei. Yo. Krass. Haben wir auch Dalai Dong Zu. Ein jüngerer Bruder von Zurong und der einzige Stratege von den Mann-Truppen. Jo, hier ist er da, Leitung zu. Im nördlichen Teil des Königreichs der Shu in Nanzong breitet sich Unsicherheit aus. Der Stratege Zhuge Liang macht sich auf, den Süden zu besiegen. Im Jahre 225 macht er sich gemeinsam mit der Shu-Armee in Richtung Nanzong auf. In dieser Zeit hatten sich viele verschiedene Stämme zusammengetan, um in Nanzong gemeinsam zu leben. Einer der bekanntesten Stämme wurde von Meng Huo, dem König von Nanman, regiert.
Um das Land vor den Eindringlingen zu schützen, wählt Meng Huo seine besten Reitersoldaten, um sich den Shu-Truppen mit ihrer Hilfe und der Hilfe des schwierigen Terrains und militärischen Spezialeinheiten, wie zum Beispiel Elefantentrupps, entgegenzustellen. Schon bald können die Nanman im Kampf zeigen, was sie wert sind. Oh ja. Ich finde immer, ich habe ja gesagt hier, Farnschloss, voll unnötig, dass wir es dreimal machen müssen. Das ist jetzt auch das dritte Mal in der Mann-Kampagne, aber ich finde, das ist immer was Besonderes. Kann ich nie oft genug spielen, immer wieder geil. Deswegen freue ich mich umso mehr darauf, dass wir es nochmal machen. Und jetzt auch mit den Mann-Truppen, ganz andere Erfahrung. Jetzt südlicher Grenzbezirk, natürlich gegen die Schuh-Truppen. Das ist bei Wu sollte, weiß ich nicht. Ihr müsst es mit eurem Leben verteidigen. Die Wu-Truppen haben niemals gegen den Mann gekämpft. Yonkai gegen Li Hui, okay. Ja, wem soll ich dir jetzt zuerst helfen? Der da hinten ist auf jeden Fall am Arsch. Ich weiß nicht, King Du Si ist es. Der ist am Arsch. Der hatte die Giftsee-Strategie und jetzt ist mit der Giftsee da alles eingeleitet. Die Gegner versucht ihn zu den Giftseen zu locken. Das passt ja. Hier sind ja die ganzen Giftseen, aber gegen Ma Chao und Zhang Yi hat er keine Chance. Der wird auf jeden Fall sterben. Aber ich möchte meinen Freund Yonkai retten. Yonkai darf gegen Li Hui und Zhang Bao. Ne, komm, wir retten den jetzt. Ne, wir müssen den retten. Das Problem ist, hier ist wahrscheinlich eine Wand, ne? Wenn man nur mit einem Elefant durchrennen kann. Ärgerlich. Ich habe ja keinen Elefanten. Da müssen wir noch schneller sein. Voll verkackt. Na gut, wir haben Red Hair. Ja, King Du Si ist schon am Struggle. Aber der geht nicht zu weit an der Front. Er ist an der Front, der Bastard. Okay, wir müssen ohne King Du Si klarkommen. Hier ist wahrscheinlich die Wall, ja. Okay, King Mulu braucht Hilfe. Das ist der Beastbändiger. Der mit den ganzen Tieren da agiert hat. Sein Beastbändiger Truppen hat man in Dice Wars 5 gut gesehen. Konnte mit Tieren reden und die sowas von Zähnen und so, also richtig geil. Richtig cooler Charakter. Jetzt Shao Yun besiegen. Sollten wir ihn gesaved haben. Erstmal, fürs Erste auf jeden Fall, ja. Deswegen besiegen wir ihn. Endlich ein würdiger Gegner. Oh ja. Tochter des Feuergottes zu Rong. Gegen den tapferen Shao Yun. Why not? Wang Ping rennt wieder weg. Nee, tut er doch nicht. Alter Verwalter. Holy shit. Eine weitere Armee. Na, jetzt haben wir ordentlich die eingeheizt. Oh, der ist ja immer noch da. Den gar nicht gesehen. Der war auf einmal weg. Und jetzt ist er wieder da. Voll verkackt, den musst du. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, Wang Ping. Warum musst du immer dazwischen fummeln jetzt hier? Dich nicht eingeladen, Mann. Keiner braucht dich. Alter, was zur Hölle? Was zur fucking Hölle, Mann? Das ist really so hart. Kriegen wir Probleme. Wir müssen Wang Ping jetzt loswerden. Oder diesen Bastard da hinten. Wang Ping wehrt eh alles ab. Das ist nur ein Major, ich dachte, das ist ein Wachführer. Yonkai voll in Schwierigkeiten schon. Alter, diese Schlacht hat's in sich. Die hat's richtig in sich. Oh mein Gott. Na los. Na los! Sind die noch hinter uns? Ja, Shao Yun verfolgt uns. Seid bitte vorsichtig! Shao Yun, komm her! Carry you, my friend! My precious friend! Seid bitte vorsichtig! Solange die hier keine Bogenschützen stationiert haben, können wir das alles überleben. Ohne Probleme. Ich werde jetzt die Musu-Strategie nehmen. Sehr wichtig im sehr schweren Modus. Man wehrt immer ab mit roter Energie. Man ist quasi immer kurz vorm Tod. Wehrt immer ab. Wenn die Musu-Leiste voll ist, macht man Musu, rennt wieder weg. Eine richtige feige Strategie, aber funktioniert halt sehr gut. So, und jetzt gleich wieder die Musu-Anzeige voll. Können wir den Rest geben, wenn er angreift. Das ist wirklich das A und O im sehr schweren Modus, Freunde. Ah, er hat nicht attackiert, ne?
muss ich nochmal warten, bis diese scheiß Leiste voll ist. Die ist auch noch so lang, diese Leiste von Zurong. Ist ja zum Kotzen. Oh oh. Bloß nicht von so einem Fußsoldaten hier besiegen lassen. So, jetzt haben wir es aber. Leben. Ja, jetzt haben wir wieder super viel Leben. Hier ist noch mehr Leben. Sehr, sehr gut. Ach komm, greif jetzt an, du Idiot. Er kotzt mich an, dieser Typ. Haltet durch, bis die Verstärkung da ist. Was? Das hat nicht connected? Ach, come on. Abwehr durchbrechen. Tot. Alter, diese Schlacht ist so verdammt schwer. Oh mein Gott. Kampf zu sterben ist ehrenhaft. Bitte Gott, schütze Yonkai. Ich möchte ihn unbedingt retten. Ich liebe den Typen. Ich habe einen Offizier besiegt. Sagt jetzt nicht, hier ist auch noch eine verdammte Mauer. Oh, hier ist eine verdammte Mauer. Yes. Tja, Wang Ping. Ich verschone dich. Geht zurück. Nee, ist alles in Ordnung, Ming Nur. Ich tue es für unsere Verbündeten. Wutugu ist auch ein Schwierigkeit. Wutugu war der. Der hat im Berg mit, sogar mit Gorillas gekämpft. Das war so ein übergroßer Typ. Und der hat halt diese legendäre Nanan-Rüstung erfunden. Die ihm. Ja, die Immunität vor Pfeilen verschaffte. Durch so eine spezielle Plattenschuppenrüstung, die mit Öl eingerieben wurde, konnte er dann auch die Schuhtruppen sogar zurückdrängen. Aber. Er ist dann so weit vorgedrungen, dass er direkt in Zhuge Liangs Falle gerannt ist. Und diese Falle funktionierte so, dass es mit Schießpulver quasi ihm den Rest gab. Weil, überlegt mal, wenn ihr mit Öl eingerieben seid, dann brennt ihr ja noch mehr. Und so ist er dann jämmerlich verbrannt durch diese Feuertaktik von Zhuge Liang. Das war so die einzige Möglichkeit, diese krasse Rüstung zu durchbrechen. Also richtig kranken Scheiß, was der sich da einfallen lassen hat mit der Rüstung. Hätten sie besser taktiert und nicht sofort gerusht, wären die vielleicht viel besser gegen die Schuhtruppen gewesen. Dong Tune macht mir Angst, nicht dass der überläuft. War ja historisch gesehen so. Drecksack. Ja, King Du, sie ist besiegt. Das ist wirklich schwer. Hier alle zu retten. Ich meine, what? Ich meine, guckt euch das an. Das ist ridiculous. Greif mich an. Haha! Der Matsau wird da unten auf jeden Fall durchbrechen. Der muss so scheiß von Zurong. Connected gar nicht richtig. Haha! Die! He's dead. Ja, ich bin aber auch schon wieder fast tot. Das ist das Problem, was ich habe. Und ich weiß auch nicht genau, wo es jetzt hier was zu heilen gibt. Auch da am Tor vielleicht. Ich werde erstmal hier voranpreschen. Gucken, was Zhang Bao so zu bieten hat. Schaffe ich den mit dem bisschen Leben? Müsste möglich sein. Indem ich meine Strategie verfolge. Haha. Ach, Kinder, es ist doch unglaublich. Dieser Musu ist so scheiße, Mann. Warum connectet der nicht? Das ist nur bei den wahren Musu so, denn tut es mir leid, dass ich den Scheiß hier ausgerüstet habe. Jetzt ist unser einziger Stratege auch besiegt. Dalai Dong zu. Andere Strategen hatten die nicht, die Nanman-Truppen. Selbst er war jetzt auch nicht der Beste. Er wollte Zhuge Liang umbringen. Wollte ein Attentat auf den machen. Indem er quasi Meng Huo ihn ausliefert. Hat Meng Huo gefangen genommen. Oh, Wutugu auch besiegt. Ach, es ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich quasi nur die Mitte gesaved. Das ist ja super schwer hier. Alter Verwalter, was machen wir jetzt? Das Beste wäre wieder zurückzugehen. Also auf jeden Fall, Dalai Dong Zu wollte einen Attentat auf Zhuge Liang machen, hat Meng Huo halt gefangen genommen, hat so getan, ja, ich liefere dir Meng Huo aus, hat aber einen Dolch schon dabei und der Dolch fiel Zhuge Liang natürlich sofort auf, ja, hat ihn dann gefangen genommen, Meng Huo halt auch an sich gerissen, wurde dann wieder als ein Gefangener von Meng Huo gezählt, der wurde ja irgendwie 7 Mal oder so gefangen genommen, dann hatte sich halt den Schuh erst ergeben und ja, ist halt direkt durchsaut worden von Zhuge Liang. Wir müssen siegreich sein. Schon
ein bedeutsamer Offizier von Nanman-Truppen, finde ich, dieser Dalai Dongju. Meine Bruder von Zurong, einzige Stratege. Schon bedeutsam, finde ich. Alter, was ist das für eine Schlacht? Holy shit! Das ist hier immer schon krass! Das ist unglaublich schwer! Das ist die schwerste Schlacht bis jetzt. Machau ist OP! Machau! Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Zheng Fei kommt da jetzt auch auf der anderen Seite, besiegt jetzt hier. Wenn der jetzt Yonkai besiegt, der Wichser, ne? Nee, der bleibt noch zurück. Yonkai wird mein Leben beschützt. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass dieser Dongtune in der Einheit ist. Ich werde es mal auschecken. Nein! Oh, der Typ soll sterben, dieser Scheißkerl. Ich hasse den. Ihr seid zu weit vorne. Geht zurück. Der soll sterben, Mann. Das ist der größte Wichser überhaupt. Warum ich den so hasse? Der hat schon Zhu immer gemocht. Alle Strategien und so. Und Zhu Guiliang, wie er so handelt und alles, fand der immer faszinierend. Und was ist passiert? Er hat sich dann tatsächlich irgendwann Zhu ergeben, ey. Noch mitten in der Schlacht. Das Lustige ist, Meng Huo wurde dann irgendwann wieder gefangen genommen. Und wo er dann wieder freigelassen wurde, hat er dann Dongtune hinrichten lassen. Und das war das Geilste. Alle Spacken. Ermordet worden von Meng Huo vor seinem alten Boss halt. Richtig geil. Oh, Alter, zwei Offiziere gegen mich. Einer war schon eben mal schwer. Und es connectet nicht. Welch Wunder. Ja, zieh mir direkt ein Drittel ab. Kein Ding, Guangxing. Mach das doch. Ist doch alles gut. Steht auch da drauf. Ja, es ist doch krass. Das ist doch krass. Die Wuzhang-Ebene ist ja ein schlechter Witz hiergegen. Oder liegt das an Zurong? Naja, vielleicht teilweise auch, ja. Aber Meng Huo wäre auch nicht viel besser gewesen, bin ich ganz ehrlich. Sie sind beide langsam. Ah, Huinan hat Probleme. Oh, dem möchte ich eigentlich helfen. Das ist ein cooler Dude. Oh, was? Das ist doch unglaublich. Wieder vollständig geheilt. Ernsthaft? Wenn er sich heilt, ist ja okay. Aber vollständig? Muss das sein? Junge, was ist das für eine Schlacht? Ich lasse sogar das Leben jetzt liegen, weil ich mal hatte. Aber ich hatte ihn eben halt auch nur. Dann kommen wieder diese blöden Bastarde von Leibwächter und retten ihn wieder den Arsch. Yonkai hat Schwierigkeiten. Ich fasse es nicht. Nein, was? Jetzt stirbt Yonkai. Ich kann es nicht helfen. Ich kann ihn nicht helfen. Ich kann jetzt nicht helfen. Ich muss diese Idioten jetzt hier besiegen. Das ist doch unglaublich. Wow. Wow. Krass. Das ist Schwierigkeit, Freunde. Das ist ultra schwer. Wow. Das ist unglaublich. Nein! Er hat schon wieder sich gebufft. Ich bin sprachlos. Wir können sie nicht aufhalten. Ich bin sprachlos. Wir können sie nicht aufhalten. Ja, rede mir ruhig weiter aus der Seele. Es tut gut. Greift mich an, ihr Spacken. Es connectet zwar wieder eh nicht, aber am Anfang kann ich ein bisschen. Man sieht das schon wieder nicht connected. Mann, dieser Musu ist einfach nur nutzlos. Nutzloser Musu-Angriff. Was ist das für Scheiße? Wieso ist der so scheiße, dieser Drecks-Musu? Wieso ist der tot? Ist er eine Verbrennung gestorben? Göttin des Feuers hat zugeschlagen. Oh, yes, my die ist down. Okay. Oh, King Mulu, ich kann jetzt nicht helfen. Yonkai? Lebt noch, okay. Boah, da unten geht auch die Action ab. Was mache ich jetzt? Yonkai, ich hab dich wirklich gern, aber ich muss jetzt da unten hin. Ich hab Yonkai wirklich gerne. Aber ich muss ihn jetzt. Er wird sterben. Ich kann ihn nicht retten. Ich muss da unten jetzt mal was machen, sonst preschen die nach Meng Huo, dann ist Meng Huo weg und Ahuinan will ich auch retten. Ich meine, Ahuinan ist dafür bekannt, dass er oft als Verstärkungstruppe gedient hat. Und den Namantrum auf der Arsch gerettet hat, deswegen muss ihm jetzt auch geholfen werden, auf jeden Fall. Wir
Das Lustige ist, Arui, dann kam er wirklich zur Verstärkung und dann wurde er selbst gefangen genommen und dann natürlich auch wieder freigelassen, weil Jubiliang irgendwie es nie über das Herz gebracht hat, diese armen Barbaren hier zu töten. Die immer wieder freigelassen und immer wieder aufs Neue besiegt. Arui Nan lebt noch, okay. Let's do it together. Zusammen sind wir stark. Let's go, Arui Nan, wir machen das jetzt. Wow. Ja, Mengyu, was du nicht sagst. Sie sind nicht nur stark, die sind abnormal krass. Die sind einfach nur abnormal gestört. Vielleicht ist der Musu hier, um diese normalen Truppen hier ordentlich einzuheizen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, schon eher. Yes, Leben. Wow, das ist so unglaublich schwer. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe, das sieht auch schwer aus. Weil normalerweise, bis jetzt waren es außer Shaoyun nur normale Gegner. Aber trotzdem, die normalen Gegner haben es schon in sich. Die haben es richtig in sich. Glaubt es oder glaubt es nicht? Wow, das ist unglaublich hart. Sollen wir lieber jetzt nicht. Ich darf nicht schon wieder auf die allein zu rennen. Ich muss jetzt die Hilfe von Arui Nan verlangen. Zusammen schaffen wir mal, ciao. Ich kann ja jetzt halt nicht Machau mit dem bisschen Leben alleine gegenüberstehen, vor allen Dingen, weil er auch eine Unterstützung von Zhang Yi hat. Deswegen lasse ich das. Aber Angst ist Dongtu. Nee, auch noch überläuft. Oder Dongtu Na. Ich weiß nicht, manchmal heißt er, glaube ich, Dongtu Na, manchmal Dongtu Ne. Das ist ganz komisch. Deswegen. Vielleicht auch manchmal beides. Was ist beeindruckend? Gar nichts ist beeindruckend. Mein dummes Gefail hier? Ja. Jetzt komm mal Chao und gib mir den Todesstoß, ich seh's schon. Kein Leben! Danke. Das ist Leben. Oh, da ist mein Lieblings-Item. Alles wieder vollständig wiederhergestellt. Okay. Mal Chao. Where are you at? Haha, vom Pferd erstmal runtergeholt. Er hat runterholt gesagt. Okay. Ich zerstöre euch mit einem einzigen Hieb. Machau und Zhang Yi. Beide zusammen. Okay. Zhang Yi war auch später noch beim späteren Schuh als Offizier mal tätig. Ich werde dich verlieren. Es war unentschieden. Okay. Schnell weg. Musu muss voll sein. Es ist gut, um diese scheiß Ritter hier erstmal loszuwerden. Musu verschwendet. Nein, der trifft mich doch was. Diese Range. Aui, Nan beginnt jetzt erst die Schlacht mit Zhang Yi. Wie wenig Romantik dieser Zhang Yi. Schnell weg. Boah, wir müssen erstmal diesen Idioten loswerden. Diesen Zhang Yi da erstmal. Oder mal schauen, wenn ich jetzt schon Combo. Nee. Zhang Yi muss weg. Machau ist viel zu stark. Die muss ja im 1 gegen 1 muss ich den schlagen. Ja, was mache ich jetzt? Oh, Axis Kriegsgott ist genau das, was wir brauchen. Genau das, was wir brauchen, Mann. Haha. Wir können nichts weiter tun. Da, Dongtu Ne, der Hurensohn. Ich hasse ihn. Dieser Kampf bringt uns nichts Gutes. Was? Arui Nan auch? Das war historisch inkorrekt. Ernsthaft, jetzt rette ich diesen Bastard. Was zur verfickten Hölle? Ich hab den Bastard gerettet und jetzt verrät er mich? Dieser Bastard! Das fass ich nicht. Also das war historisch nicht so. Arui Nan war immer treu. Aber Dongtu Ne ist halt ein Hurensohn. Das kann man ja nicht anders sagen. So. Dieser Bereich ist safe. Ja, Dongtu Ne ist tot. Dieser Drecksack. Ich glaube, der kommt noch mal als Gegner. Oh nein. Kommt noch mal als Gegner dazu. Ist Yonkai der nächste noch da? Oh yes, mein Freund. Ich rette dir jetzt den Arsch. Boah. Guckt euch das an. Die Truppen gehen bis zu unten hin. Alles verloren. Oh, King Mulu. Null Moralsterne. Diese Schlacht ist abnormal schwer. Aber genauso mag ich's.
muss jetzt im Let's Play in diesem Part sogar Energy Schluck trinken. So fordert mich das. Ah, King Mulu schön mit einem Elefanten. Geile Sache. Wow. Boah, ich bin echt. Yonkai! Yokai! Kennt ihr das? Yokai? Heißt ja irgendwie Roger oder so auf Japanisch. Yonkai! Das ist aber Yonkai mit Gaudin! Wo ist E-Huan? E-Huan fehlt. Ist auch ein Offizier von ihm. E-Huan war auch interessant. Es war so einer, der war wirklich verdammt groß. 2,10 Meter war der groß. Stell euch das mal vor, 2,10 Meter. Riesengroß war der. Deswegen sehr gefürchteter wilder Krieger. Ist ihm auch später den Schuh ergeben. Leider. Ich mag die Namen irgendwie, deswegen sage ich immer leider, wenn sie gegen Schuh verlieren. Ich weiß nicht, ich finde die mega cool, weil sie so speziell sind. Es ist halt nicht nur, ja, ich bin jetzt so eine Armee, ich will das Land erobern, das ist halt was anderes. Sie kämpfen wirklich um ihr Land, ihre Heimat, wo sie einfach quasi normal gelebt haben, wie sie es kennen in ihren Sitten. Verteidigen wollen. Ihr geliebtes Land. Das ist ein Mann. Das ist alles. Die wollen nie das Land erobern. Die wollen einfach nur leben. Werden angegriffen. Das ist das Problem. Ich glaube, die haben zwar ein bisschen Stress gemacht. Aber nur so einen kleinen ausschauenden Rast Jubiläum direkt aus und will das gesamte Land hinwecken. Ja, das ist schon zu viel. Aber letzten Endes hat sie ja ein gutes Ende genommen. Die haben zwar ihr Land verloren, haben sie ja gar nicht mal verloren. Wenn man mal ganz ehrlich ist, Shu hat zwar gewonnen, das ist quasi erobert, aber die durften quasi als Offiziere bei Shu weiterleben und auch das Land weiter verteidigen. So ist es ja letzten Endes gewesen. Gauding, Yonkai, let's go! Dum, 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 dum. Ein paar krasse Krieger wie King Wutugu und so sind ja gestorben. Ein paar Opfer gab es dann doch in diesen Schlamitzel. Malian, komm, den machen wir kaputt. Aber erstmal machen wir die kaputt. Ich glaube, ab jetzt wird dieses Level, diese Schlacht einfacher, weil jetzt nur Zhang Fei da ist, der keinen Bock hat zu kämpfen, der chillt nämlich da hinten nur. Und halt nur natürlich Young Malian. Das kann man schaffen. Aber nur, wenn man bei Verbündeten bleibt. Ihr seht es, wenn man alleine vorstößt, hat man hier keine große Erfolgsquote. Wenn das so weitergeht, kriegen wir Probleme. Wir haben doch schon alle Probleme. Wir haben alle Probleme. Alter, die normalen Truppen sind so gut wie in manchen Schlachten die Offiziere. Das ist unglaublich. Ach, come on. Meine Fresse. Und wenn ich jetzt in die Schuhe hab, wird er da reingeklatscht. So. Nicht gerade der beste Musu. Fand er als Kind immer so mega geil. Und quasi mit so Messern wirft und so. Das ist ja in Dynasty Warriors 7 auch so, hat er ja dann ein Messer. Natürlich nicht so stylisch wie der Bumerang. Das ist vielleicht an diesen Musu-Angriff von damals, ist ja ihr erster Auftritt, an angelehnt. Zu wrong, ey. Amazonen. Nee, ist auch cool irgendwie. Muss mal diesen einen geilen Angriff machen. Warte, er geht glaube ich so. Ja, genau. Aber der ist in Dynasty Warriors 8 dann besser. Da kreist der Bumerang dann noch schneller und noch heftiger um sie rum. Hier ist die Range noch nicht so gut. Ha, Yonkai. Hey, jetzt hat er auf einmal Elefant, hat er nicht eben noch ein Pferd gehabt? Ha! Wie geil ist das denn? Zu Rong beginnt die Schlacht mit Zhuge Liang. Yo. King Mulu ist auch noch am Leben. So will ich das sehen. Gut, Freunde, jetzt würde ich sagen, nehmen wir die wichtigsten Tore ein. Das ist einmal das Tor und das Tor zur Linken. Oh, hier ist sogar noch Liu Hua. Der Ingenieur, sage ich immer. Weil in Dynasty Tactics kann er immer schön die ganzen Sachen aufbauen. Katapult und so. Oh mein Gott. Ach, Kinders. Ach, deswegen, jetzt weiß ich, warum ich unterbrochen wurde. Drecksäcke, meine Freunde! Ich weiß nicht, wie ich da jetzt rankommen soll. Ja, jetzt rennen die wieder weg, ne? Immerhin den Anführer besiegt von denen. Wird aber sehr schwer. Hier werde ich wahrscheinlich wieder mein gesamtes Leben einbüßen müssen. Ein. Oh, was?
Musufa, die ist mir keine Verschwendung. Ist immer richtig, richtig super. Wenn man die loswerden hat, durch und der belebt die Musu. Okay. Oh, wie viele sind denn da? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie viele. Ich raste aus! Die normalen Truppen sind so stark hier. Wieso sind die so gut? Ist doch nicht normal. So, und jetzt stellt euch mal diese Schlacht auch sehr schwer vor. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Bin zu Meng Huo gegangen. Hab gewartet, bis alle Offiziere tot sind. Und da habe ich mit Meng Huo quasi die gesamte Schuharmee besiegt. Kein Witz, ich habe es wirklich so gemacht. Das habe ich bei vielen sehr schweren Schlachten so gemacht. Weil mein Motto, gemeinsam ist man stark. Weil sie die ganze Zeit im Hauptlager gekämpft. Zusammen die Invasoren zerstört. Lulu hat Probleme, ja. Aber wir werden ihnen helfen, wenn er jetzt stirbt. Ist da Nein, was? Zhuge Liang verliert keinen Moralstern, wenn Liu Hua stirbt. Was ist das für ein Schwachsinn? Voll unlogisch. Haha. Der gibt auch nichts. Oh, hier kommen wieder so viele Gegner raus. Das Tor muss auf jeden Fall eingenommen werden. Das Tor muss eingenommen werden. Oh, jetzt habe ich Leben verschwendet. Scheiße. Ah, nee, das brauche ich ja eh wieder. Wenn die mit mir fertig sind, dann kann ich das Leben gut gebrauchen. Guck mal, wie wenig Schaden wir machen. Ist doch nicht lustig, sowas. So, Tor ist eingenommen. Jetzt kommen sie halt zur linken Seite alle raus. Oh, Yonkai hat Schwierigkeiten. Da werde ich gleich helfen. Da werde ich gleich helfen. Wisst ihr was? Ich lasse die jetzt in Ruhe. Die sind eh unwichtig. Mit sowas gebe ich mich doch nicht ab. Let's go. Yonkai! Ich werde dir helfen, mein Freund. King Mulu auch schwer im Kämpfen, jo. Hä? Wieso ist denn da jetzt noch ein Offizier? Ach, den haben wir gar nicht besiegt, ne? Dann werden wir es mal tun, dann hebt sich auch die Moral. Wieso habe ich den nicht besiegt? Wie blöd bin ich eigentlich? Ach, da waren Armbrustschützen, glaube ich, ne? Hey, was? Yonkai, dir geht's doch gut. Dem geht's doch gut. Ist gar nicht was hat. Amalian wird es jetzt nicht mehr gut gehen. Den Schuhstrategen werden wir jetzt ordentlich was auf die Mütze geben. Was sagt Zuronga eigentlich? Irgendwas Japanisches? Jetzt würdet ihr sagen, oh, ist bestimmt Chinesisch. Nee, nee, ich erkenne, dass es was Japanisches ist. Aber ich weiß nicht, was es heißt. Ich kann kein Japanisch, ne? Nur so ein paar Sachen von Animes oder so. Ganz banale Sachen halt. Oh mein Gott. Come on! Wir haben jetzt schon so viel geschafft in dieser Schlacht. So viele starke Gegner gehabt. Und auch die Truppen waren sehr challenging. Werden wir wohl nicht an dir scheitern, mein Freund. Schön wasted, der Musu. So mag ich das. Und tschüss! Bumerang! Bumerang! Hört ihr das? Ach komm schon! Ey, diese Wichser, ey! Du kannst gar nichts, Malian. Ja, sei stolz drauf. Oh, der Typ riecht mich auf. Wie er sich bestimmt jetzt abfeiert. Oh, ich hab zu Ron geschlagen. Ja, weil die Wachen mich hier unterbrochen haben. Nur die Wachen retten ihn quasi mal den Arsch. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir zu Zhang Fei, den werde ich auf jeden Fall noch besiegen, ist mir scheißegal, was wir machen. Wir werden den besiegen, wir werden den besiegen, das gehört irgendwie dazu, das gehört dazu. Oh, Masu haben wir noch. Ha, der Lappen. Aber erstmal das Tor einnehmen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch jetzt hier nicht den Babysitter für King Mulu und Yonkai spielen. Ich weiß, für Yonkai würde ich das gerne machen. Aber, ja. King Mulu mag ich übrigens auch, aber kann halt dann nicht immer da sein. Ich möchte ja auch Zhang Fei besiegen, diesen Let's Play in dieser Schlacht noch. Ich dachte, das ist ein Tor von Masu, das hätten wir gar nicht einnehmen müssen. Von Malian meine ich, nicht von Masu. Wer auch nichts kann, nur wegen den Wachen mich hier geschlagen hat. Okay. Boah, allein ist es echt schwer hier. Wir werden es überleben.
Ich bin da so zuversichtlich. Erstmal das Tor. Okay, erstmal Liang. Masu! Wieso verwechsel ich die jetzt ständig? Ist nicht Ma Liang. Das Tor ist von Ma Liang und wir kämpfen gegen Masu. So ist es doch. Ah ja, Leben gibt's hier aber genug zum Glück. Yes. Nervig. Aber er ist tot. Ich habe einen Offizier besiegt. Ich hoffe, dass Yonkai und King Mulu noch ein bisschen durchhalten. Eigentlich geht's denen doch gut. Guck mal auf die Karte. Ich wirklich wünsche denen das Beste. Die müssen ein bisschen durchhalten. Boah, 360 Kills in dieser schweren Schlacht, wo die Gegner auch so viel aushalten. Das ist echt nicht wenig. Könnt ihr mal sehen, was hier los ist. Eine Mann-Kampagne. Einfach nur geil. So cool, oh mein Gott, so cool war sie noch nie. Das ist die beste Mann-Kampagne, die es je gegeben hat. Oh ja. Das ist wirklich meine Lieblings-Mann-Kampagne. Eure Lieblings-Mann-Kampagne könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Ich wette, viele sagen Dynasty Warriors 5, weil die war auch richtig nice. Dynasty Warriors 4 fand ich nicht so schön, die Mann-Kampagne. War in Ordnung, aber nicht so geil. Und in neueren Dynasty Warriors Teilen finde ich die mehr oder weniger nur hingeklatscht. Das ist meiner Meinung nach die schlechtesten Mann-Kampagne. DW 7 und DW 8. Die sacken richtig hart. DW 6 gab es ja nicht mal in der Mann-Kampagne. Gab es ja nicht mal Mengen Hur und Zurong. Das ist so dumm gemacht, dass man da Charaktere rausgenommen hat. Und ja, also ich, meine Reihenfolge ist Dynasty Warriors 3, Dynasty Warriors 5, dann 4, dann wahrscheinlich 7 Extreme Legends, weil es gab es ja auch nur in Extreme Legends, und dann halt 8. 8 finde ich jetzt echt am schlechtesten. Oh, wir haben nicht, dass wir wieder keine Mann-Kampagne haben und die Fans ausrasten. Klatschen wir jetzt einfach in eine Mann-Kampagne rein. Ich mag die nicht in DW8. Echt nicht. Richtig scheiße. Hier ist sie wirklich am besten. Hier hat man den Dschungel. Hier ist King Wuti hier drin mit seiner Rüstung. Da wird die Rüstung vorgestellt, die er entworfen hat. Da haben wir den Wald da zur Rechten im Osten mit den Sümpfen, wo King Doozy halt sich etabliert als Sumpfmechaniker quasi. Das ist auch ein geiles Wort, eine Sumpfmechaniker, aber ich habe keine andere Bezeichnung dafür. Er ist halt der Sumpfspezialist. Die Giftsümpfe, ist damit sehr vertraut, kennt das Gegenmittel und so, kann sich selbst im Sumpf bewegen. Die Gegner halt nicht. Jubiläum muss als Mittel dagegen finden, hat ja historisch gesehen da irgendwelche Baumstümpfe gemacht, um da drauf zu gehen. Wie man es in DW5 ja auch gesehen hat. Also es ist in DW5 sogar besser umgesetzt als hier mit den Giftsümpfen. Und dann haben wir in der Mitte King Mulu, der hier tatsächlich nicht die Tiger hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also, objektiv betrachtet ist wahrscheinlich echt mein Tod sehr nah. Wow. Ihr seid zu weit vorne. Geht zurück. Ich will jetzt nicht verkacken. Objektiv betrachtet ist wahrscheinlich echt die in Dynasty Warriors 5 am besten, weil wir haben da die Biestbändiger, die Giftsumpf, wie sie richtig thematisiert werden, aber das ist hier pure Nostalgie und auch richtig klasse umgesetzt. Boah, scheiße, ey, der Zhang Fei haut richtig rein. Aber eigentlich müsste hier was zum Heilen sein. Ja, ganz versteckt hier. Das reicht. Okay, machen wir die Truppen alle einzeln kaputt. Jetzt wird mir das zu schwierig. Nur zu Rong ist jetzt nicht der beste Char, wie wir schon festgestellt haben. Aber die Schlacht ist auch an sich schwer, also so ist nicht. Stell ich das jetzt vor mit Sima Hi oder Jubiliang, die noch weniger Damage mal als zu Rong. Yonkai, es tut mir wirklich leid, aber das Let's Play ist mir wichtiger als du. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich möchte es halt 100% hier jeden Offizier besiegen. Deswegen besiegen wir jetzt Zhang Fei. Ich hätte nicht gedacht, dass das Volk von Nan Man so hartnäckig ist. Wow, was haben die gemacht? Good job! Der hat keine Truppen mehr, die haben die richtig eingeheizt. Gefällt mir. Kommt noch ganz gut klar ohne mich. Tja.
Nicht gedacht, dass das Volk von einem Mann so hartnäckig ist, ne? Aber ich glaube, die Bastarde kommen gleich noch und helfen Jubilian. Ahuinan und Dong Tune, mein... Ah, ich hasse diesen Typen, ne? Oh, Schuh ist so toll. Oh, Schuh ist so geil. Warum ging er da nicht schon eher zu Schuh, ey? Dieser Drecksack. Oh, wie ich den Typen hasse, das ist unglaublich. Yonkai dagegen übelst cool. In Romans of Three Kingdoms. Der Meister der Belagerungswaffen. Und eigener Statthalter in Jiangming. Ist quasi ein eigener Herrscher. King Mulu und so ja auch, aber die haben sich dann relativ früh schon Menghua angeschlossen. Yonkai nicht, die haben quasi wirklich nur eine Allianz gehabt hier gegen die Schuh-Truppen. Menghua und Yonkai. Das ist quasi sein eigener Typ. Das finde ich so cool an ihm. Dass er so eigenständig ist. Oh, hier ist tatsächlich ein Tor von Jubiliang, deswegen kommen hier auch noch die ganze Zeit Truppen. Oh, das ist richtig scheiße. Oh, und diese Bastarde, wieso sind denn die hier noch? So. Geht doch. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Das ist ja unglaublich. Ja, die ich höre nur Heilgeräusche. Torwächter, Zheng Fei heilen sich alle die ganze Zeit. Ist mir egal. Solange wir hier diese Truppen eindämmen. Aber wir müssen das Tor zerstören. Wir müssen das Tor einnehmen. Sonst kommen hier immer weiter neue Ritter raus. Und dann wird es hier nie enden. Keine Ahnung, wie wir das gewinnen sollen. Wo ist die scheiß Axt des Kriegsgottes? Weg! Geil, sie ist weg. Und auch die Rüstung des Kriegsgottes da hinten. Immerhin. Fick dich! Dieser eifrige Freiter hält mich jetzt hier davon auf, die Rüstung an mich zu nehmen. Ist das Tor denn jetzt eingenommen, oder was? Ja, tatsächlich. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Immerhin. Wenn wir diese Idioten jetzt hier besiegen und dann gegen Zheng Fei vorrücken und dann können wir an der Frontlinie aushelfen und Jubiliang ordentlich was auf Fresse hauen. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass Dong Tu Arschloch und Ahuinan noch kommen. Und historisch gesehen war es so, dass auf jeden Fall Dong Tu, nee, wenigstens Jubiliang noch geholfen hat. Das war in Dice Wars 5, glaube ich, auch so. So übergelaufen und dann hast du den an der Backe gehabt. Boah, Zheng Fei, ey. Ach, was soll ich das? Wie soll ich das gewinnen? Wie soll ich das gewinnen? Hier sind so viele Truppen noch. Und diese nervigen Wachen, die auch so viel aushalten. Und Zheng Fei selbst, der an sich auch schon ganz große Challenge darstellt. Ich glaube, ich verliere. Ich kann ihn nicht besiegen. Guck mal, wie viel Damage der macht. Keine Rüstung des Kriegsgottes mehr. Ich muss erstmal diese Idioten hier besiegen. Ja, ich verkack schon gegen die normalen Truppen. Was? Wie soll ich dann Zheng Fei besiegen? Wie soll ich dann überhaupt eine Hilfe sein für die Naman-Truppen? Alter, keine Heilung für mich. Was ist das für einer? Haha, der hat sich wohl verlaufen. Das war ein doofer Wächter. So, der hat noch vier Wachen, ernsthaft? Die müssen wir erstmal ausschalten. Im 1 gegen 1 hat er keine Chance gegen uns. Egal welchen Char ich hab. So, dann mal los. Haha. Wow, das hat so viel Hits dann gehabt, dass ich nicht punishen konnte. Mach weiter. Alter, was? Okay. Lol. Das sind Truppen von mir. Die Amazoninnen sind mir jetzt zur Hilfe gekommen. Was? Und die meine Klagen erhört. Eh keine Chance gegen Zheng Fei, aber versuchen können sie es ja mal. Oh nein, genau das wollte ich verhindern, dass wir von Musu getroffen werden. Down! Jetzt weiß ich nicht, wo ich Red Hair geparkt habe, ich glaube da. Meine Brüder. Boah, ich brauche noch einen Energy, ey. Yes, that's Red Hair. Alter, aber good job! Ich sag ja, Yonkai ist ein Gott. Ich liebe den Typen. Guck mal, was der gerissen hat. Die ganzen Truppen von Jubiliang alleine besiegt. Guck mal, selbst King Mulu ist geflohen, hat keine Chance mehr. Aber er steht hier noch. Mit einem Moralstern dämmt er die gesamten Truppen von Jubiliang ein. Fucking good job, ey. Der Typ wird befördert nach der Schlacht. Alter. Yonkai.
Du bist doch kein Mensch mehr. Na, armer King Mulu, aber wenn die anderen Kings auch gestorben sind, finde ich es irgendwie ehrenhaft, wenn der jetzt auch down ist. Oh, da gucken wir noch kurz rein. In der Hoffnung, dass wir was Gutes finden, aber den Scheiß lasse ich da liegen. Ich brauch's echt nicht. Dafür steige ich nicht vom Pferd. So unnütz einfach nur. Vor allen Dingen, der Musu sackt auch so hart von Zurong. Warum soll ich die Scheiße aufsammeln? So, ich glaube, für diese Aktion hier ist es sogar so. Ach so, die können wir von innen besiegen, weil das wäre schon schlau, wenn wir diese Bogenschützen hier loswerden. Gauding, das geht. Yonkai, good job, echt. Daumen hoch für Yonkai. Feuer! Matrix. Verdammt, wag es ja nicht über mich zu lachen. Trottel. Er macht ich weiß, was es. Erinnert ihr euch noch an die Story mit King Vutugu, was ich euch gesagt habe? Das war das. Die Rüstung war ja mit Öl eingerieben, er ist zu weit nach vorne gegangen ins Lager von Zhuge Liang und dann haben sie ihn halt verbrannt. Ja. Daran ist es angelehnt, die Zwischensequenz. Sehr geil gemacht! Selbst daran haben sie gedacht. Ja, aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir hier überhaupt kein Leben haben. Und da sind wieder Bastarde. Ach, das ist doch zum Kotzen, Mann. Ich habe mehr zu bieten als nur Strategie. Ja, nee, ich nervige Armbrustschützen, ich weiß. Okay, der. Ganz stark muss weg. Nein, 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 nein. Er lebt noch. Yes, er ist down. Und der Freak ist down. Ah, wir haben 99 Pfeile, ey. Was ist mit denen? Die stehen da rum wie Falschgeld. Und der. Da ist, glaube ich, irgendwas Geiles drin. Hier muss der Goldschatz von Zhuge Liang von Shu versteckt sein. Ah, lasst ihn uns plündern. Nix. Das ist mein Schatz. Wenn ich mit Zhuge Liang fertig bin, gehört mir das. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwelche Wassertanks oder so. Da sind Vorräte drin. In diesen Teilen wahrscheinlich. In diesen Behältern. Ich denke, das ist ein Vorratslager. Würde am besten passen. Ha! Der steht noch. Major. Ah, gibt natürlich nichts. Okay, down. Knie. Ist ja auch noch ein Drecksack. Jo. Ja, die müssen auf jeden Fall erstmal besiegt werden, sonst könnt ihr gegen Zhuge Liang nicht gewinnen. Das war's. Sind alle vernichtet jetzt. Geil! Ja, und Leben gibt's nicht. Oh, so nicht, mein Freund, so nicht. Danke, Yonkai. Thank you for your support. Nee, ich muss jetzt hier weg. Alter, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ich bin jetzt hier im Hauptlager des Schuh. Und nichts zu heilen da, gar nichts. Und Meng Huo geht auch an der Front. Lol, what? Ja, Freunde, bleibt nur eins. Hoffen, 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 dass da hinten was am Tor ist. Jetzt habe ich Red Tail auch wieder irgendwo stehen lassen. Oh, die Schlacht wird wohl eine Stunde dauern. Sorry, die Schlacht ist erstens schwer, lang. Und ich habe mich wieder ein bisschen dumm angestellt, oder? Oh, die Waffe sieht echt geil aus. Guckt euch das mal an. Wow, schön. Ding, 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 ding
Los, kämpft doch, ihr faulen Säcke. Yonkai, du bist nicht gemeint. Du hast dich schon gut geschlagen, aber diese Idioten, die hier nur zugucken. Yonkai hat schon gegen Jubiliang eben auch gekämpft. Ab in die Luft mit dir. So können wir weiterkommen, Mon. Take this. Erster Wächter von 8 tot. Oder wie viele hat er? Vielleicht wurden auch schon ein paar besiegt. Ne, wir machen jetzt anders. Ist, so wird es nix. Ich verliere wieder zu viel Leben, wenn ich da ohne mit voll Musu engage. Deswegen, Musu voll. Jetzt kann ich hier versuchen, die zu bearbeiten. Alter, er hat echt 8 Wachen, glaube ich. Voll übertrieben. Aber down. 6 Wachen. Jo, Hauptsache der Wächter macht Musu-Angriff. Ist klar, kann der natürlich alles. 5 Wachen. Oh, meine Fresse. Habt ihr es gesehen, wie viel Schaden? Oh, wir arbeiten schon mal Jubiläum ein bisschen. Schon ordentlich viel Damage gemacht. Yonkai ist in Schwierigkeiten. Sehe ich nicht so. Ist auf ein Elefant. Oh ja. Wie er schön ins Gemüse reitet und den ordentlich Damage macht. Ich glaube, der hat Wachen besiegt. Der Wächter besiegt mit seinen Elefanten. Good job. Boah, wie wir nichts mehr an Truppen haben, ey. Am Anfang die ganze Map blau gewesen und jetzt nur ein bisschen. Klar, Jubiliang hat auch nichts mehr, aber trotzdem. Alter, hätte ich die Salve getroffen, wäre ich tot gewesen, auf jeden Fall. Das macht so viel Damage. Nerv nicht, Mann. Ich will erst deine Wächter loswerden. Du kommst gleich an der Reihe. Was? Die Wächter können sogar all meine Angriffe abwehren? Oh, der nächste kommt. Ist das Mengyur? Nee, es ist wieder Yonkai. Ach so. Der geht immer quer durchs Gemüse und dann wieder zurück. So ist es also. Ist in Ordnung. Noch ein Wächter weg. Ich glaube, er hat noch 2 jetzt. Nice! Haha. Bumerang. Ist nur noch ein Wächter, ne? Wow. Ich glaube, Yonkai hat ordentlich welche ausgeschaltet hier. Geiler Scheiß. Ist nur Jubiliang, oder? Ja. Ha. Der Elefant. Hat alles kaputt gemacht. Na los. Gönn dir. Nice. Auf jeden Fall, den musst du saven. Wo bleibt denn die Verstärkung? Komm schon, komm schon. Ein Treffer. Yes. Ich kann nicht dreckschweren Schlag geschafft. Dass ich Leo Bays Vertrauen enttäuschen musste. Super geil, spannend, fordernd, alles mega genial. Boah, Daumen hoch für diese Schlacht, ey. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, das irgendwie noch zu schaffen. Boah, das war so schwer. Da. King Duizi tot, Daladax du tot, Wutugu tot. Ahuinan und Dongtu Arschloch weg. Dann King Ulu, kurz vor Ende noch verkackt. Yonkai ohne Moral, hat richtig aufgeräumt mit seinen Elefanten. Trotzdem irgendwie geschafft, wow. Unglaublich. We did it. We fucking did it. Na, präferiere ich doch das. Boah, das war so schwer, ne? Alter, das hat so viel Spaß gemacht. 41 Minuten. Geil, 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 geil. Mhm. So geil, ey. Ich fass es nicht. Wow. Bin echt geflasht. So. Mir echt einiges abverlangt. Boah. Oh, wir haben es geschafft. Alle Schlachten in Ice Wars 3 auf schwer. Nächste Part gibt es den Pro-Modus. Pro-Modus gibt es auch in Extreme und in Original. Extreme machen wir natürlich in Extreme Legends und Original machen wir im nächsten Part. Dann gibt es noch die Funny Cutscenes und mein Special Challenge, die was mit Lubu zu tun hat. Ja, habe ich euch schon mal ein bisschen was verraten, ne?
hat was mit Lubu zu tun, aber erst nach zwei weiteren Parts, wenn wir das herausfinden. Einmal hier in der nächsten Part jetzt der Pro-Modus und dann gibt's noch die Funny Cutscenes, die nur dank euch möglich sind, weil einer von euch das in der Kommentare geschrieben hat. Danke dafür übrigens. Und dann gibt's noch die Challenge. Und dann gibt's Dynasty Warriors 3 Extreme Legends direkt im Anschluss. Jo, Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls ich das Video gerne favorisiere. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen.